Grüne Berge, weiße Wolken und brüchige Felshänge. Das ist La Palma, eine der steilsten Inseln der Welt. Jeden Stein kennt Manolo in dieser Gegend. Solange das noch erlaubt war, hütete er hier seine Ziegen. Heute ist er 67 und kommt nur noch selten in den Nationalpark der Caldera de Taburiente. Mit der hölzernen Lanze steigen Manolo und Richard auf. Sie haben sie immer dabei, wenn sie in die Berge gehen. Es gibt viele steile Felswände auf der Kanareninsel La Palma. Nur mit Hilfe der Lanze, die ihm Gleichgewicht gibt, konnte Manolo seine Ziegen zu abgelegenen Weidegründen führen. Das Lanzenwandern und Springen ist eine uralte Technik, die Manolo seinem jüngeren Freund Richard beigebracht hat. Aus gehärtetem Pinienholz ist die Lanze zugeschnitten. Sie ist für Manolo wie eine Weggefährtin. Blind verlässt er sich auf sie. Die Lanze kommt von meinem Bruder, dem Ältesten von uns. Er hieß Antonio, genau wie mein Vater. Ich habe sie von ihm bekommen, schon vor 10 oder 12 Jahren. Sie ist immer bei mir zu Hause. Wenn ich auf Wanderung gehe, nehme ich immer nur sie. Ich habe sie gern. Die steilen Felshänge steige ich mit ihr hinauf. Sie ist meine Lieblingslanze. Salto a Regaton Muerto heißt dieser Sprung, bei dem Lanze und Springer kurz freischweben. Bastoneo nennen sie es, wenn man sich an der Lanze hinablässt. Früher waren diese akrobatischen Fähigkeiten überlebenswichtig. Heute werden sie fast nur noch in Vereinen als Sportart gepflegt. Die Tradition kommt von den Ureinwohnern, den Guanchen, die auf der Insel gewohnt haben. Diese Technik ist bestimmt 2000 Jahre alt. So haben sich schon die ersten Bewohner der Kanarischen Inseln vorwärts bewegt. Sie hatten das noch nicht so entwickelt wie wir heute. Sie hatten damals zum Beispiel kein Metall. Es gab das noch nicht. Man vermutet, dass die Spitze aus einem Ziegenhorn geformt war. Aber wie haben sie es geschafft, das krumme Ziegenhorn gerade zu biegen? Sie haben es wohl erhitzt und gerade gezogen, damit das Holz nicht zu sehr beschädigt wird. Früher ist Manolo jeden Tag hier gewesen. Erst als Hirte, dann wurde das Gebiet zum Naturpark erklärt. Seine Ziegen durften nicht mehr grasen und er wurde Ranger. Manolo kennt sich hier aus wie kein anderer und so springt er die Vuelta del Pastor, auch mit seinen 67 Jahren noch, den Abgrund immer im Blick. Ich habe mich noch nie dabei verletzt. Aber ich habe da drüben erlebt, wie bei einem wirklich guten Freund von mir die Lanze entzwei brach. Er ist nicht gestorben, weil ich ihn gerade noch festhalten konnte. Wir waren dicht beieinander. Er rutschte ab. Ich erinnere mich noch, wie er Mama rief. Ich packte ihn am Hemd und hielt ihn fest. Die Lanze lag in Stücken da, die haben wir dort liegen lassen. Ja, dem habe ich das Leben gerettet. La Palma, fünftgrößte der 7 Kanarischen Inseln. Die üppige Vegetation verdankt sie den Wolken, die von den Passatwinden über die Insel getrieben werden und sich abregnen. Massentourismus gibt es hier nicht, keine großen Hotelkomplexe, Einkaufszentren, Diskotheken. Dafür großartige Landschaften, Natur. Ab 90.000 Menschen leben auf der 700 Quadratkilometer großen Insel. Santa Cruz de La Palma ist die Hauptstadt. Alle 5 Jahre jedoch platzt die Insel aus allen Nähten. Dann wird das größte Fest der Insel gefeiert, die Bajada de la Virgen. Und alle blicken auf die kleine Inselkapelle, die Nuestra Señora de las Nieves.
Die Kirche liegt ein wenig oberhalb von Santa Cruz de la Palma und sie beherbergt die Schutzpatronin der Insel, die Jungfrau de las Nieves. Die Gläubigen kommen, um die zum Fest geschmückte Heiligenfigur zu sehen. Sie bitten um Segen und Hilfe. Seit dem 17. Jahrhundert wird die Bajada de la Virgen gefeiert, eine Prozession zu Ehren der Jungfrau. Für Julian Cabrera gibt es in diesen Tagen nichts Wichtigeres. Er ist der Chef der Bruderschaft, die die Jungfrau zu Tale trägt. Er ist der Kammerdiener, der Camarero de la Virgen. Das heißt, er schmückt sie vor der Prozession, bewacht sie und er bestimmt, wer sie wann tragen darf. Julian ist ein wenig nervös, ob alles klappt, aber er vertraut seiner Erfahrung. Mit 17 war er zum ersten Mal dabei, heute ist er 62. Anzug, Krawatte, Medaille, Brosche, alle Mitglieder der Bruderschaft werden später so angezogen sein. Die Jungfrau de las Nieves bedeutet für mich alles. Es ist der Glaube. Die Liebe, die wir Palmeros oder auch die von außen kommen, für sie empfinden, ist sehr groß. Du wirst sehen, wenn die Jungfrau aus der Kirche kommt, dann weinen viele Menschen vor Rührung. Für Julian ist es die höchste Ehre, dass er zum Kammerdiener der Jungfrau bestimmt wurde. Wenn ich die Erfahrung nicht hätte, dann hätten sie mich nicht zum Kammerdiener der Jungfrau gewählt. Der Kammerdiener zu sein, das ist etwas. Alle in der Familie von Julian haben sich diese Tage freigenommen. Man besucht sich gegenseitig. Auch die, die ausgewandert sind, kehren zu den Festtagen zurück. Julians Familie trifft sich im Haus der 89-jährigen Mutter Julia. Mich bewegt das immer sehr. Ich muss immer an meine zwei verstorbenen Söhne denken. Nur alle 5 Jahre findet die Prozession statt. In dieser Zeit werden Kinder geboren, Angehörige sterben. Und so ist die Bajada für die Palmeros eine Zeit der Freude, aber auch der Erinnerung. Julia möchte die Madonna auch in diesem Jahr ein Stück des Weges tragen. Ein bisschen will ich sie tragen. Mal sehen, ob ich es schaffe. Für mich ist es wichtig. Es wird wohl das letzte Mal sein. Julian wird seiner Mutter zur Seite stehen, aber nun muss er los. Es ist Zeit, dass die Brüder sich sammeln. Julian schaut, ob alles vorbereitet ist, und er wirft einen letzten Blick auf die Madonna, die er in den Tagen zuvor geschmückt hat. 57 Zentimeter groß ist die Terrakotta-Figur. Der Schmuck ist gespendet worden. Die Leute erhoffen sich Segen von der Jungfrau und geben dafür ein Schmuckstück. Und so ist sie über und über mit Perlenketten, feinen Broschen, Anhängern und Ringen behängt. Manche meinen, es habe die Madonna schon zu Zeiten der Guanchen, der Ureinwohner La Palmas, gegeben. Wahrscheinlicher ist, dass der Herzog von Lugo sie mitbrachte, als er die Insel 1492 für Spanien eroberte. Draußen sammelt sich die Bruderschaft. Julian gibt letzte Anweisungen, verteilt die Medaillen an alle, die wie sein Sohn Jonathan zum ersten Mal dabei sind. Und dann geht es los. 12 Träger, 6 vorne, 6 hinten, wuchten, nach Anweisungen von Julian, die 700 Kilo schwere vergoldete Transportsänfte die Treppenstufen hinab. Ihren Ursprung hat die Prozession 1676. Damals litten die Inselbewohner unter einer nachhaltigen Dürre. Deshalb baten sie die Virgen de las Nieves um Hilfe. Trugen sie, so wie heute, hinab zur Kirche El Salvador von Santa Cruz de la Palma. Dann begann es zu regnen. Zum Dank verfügte Bischof Bartolomé Jiménez, dass die zweitägige Prozession nun alle 5 Jahre stattfinden solle. Sie hat große Lust mitzutragen.
Hier auf der ebenen Strecke dürfen Gläubige beim Tragen helfen. Lange hat Julians Mutter Julia auf diesen Moment gewartet. Die Bruderschaft setzt ab. Auf der einen Seite duckt sich Julians Schwester unter dem Trageholm durch. Auf der anderen Seite soll die Mutter anpacken. Es ist eine Ehre, die Madonna ein kleines Stück zu tragen. Mit 19 durfte Julia das erste Mal dabei sein. Heute ist sie 89. Für sie selbst und ihre Familie ist dies ein ganz besonderer Augenblick. Ja, schön war's. Und es war gar nicht schwer für mich. Weiter ziehen sie. Jonathan schwitzt, denn es geht nun ein steiles Sträßchen hinab nach Santa Cruz. Die Kräftigsten gehen jetzt vorne, denn die Jungfrau beginnt jetzt wirklich viel zu wiegen. Die Jungfrau, so wird erzählt, habe der Insel in jeglicher Notlage geholfen. Bei Katastrophen, Hungersnöten, Feuersbrünsten, Vulkanausbrüchen oder Piratenüberfällen. Manolo berührt das alles weniger. Wir treffen ihn zu Hause in El Paso. Seine Frau Mariluz bereitet das Futter für die Ziegen vor. Ich schneide die Banane, um sie den Ziegen zu geben. Ich muss sie klein machen, weil sie sie mir sonst auf den Boden schmeißen. Wenn ich sie schneide, dann essen sie sie viel besser. Ein gutes Dutzend Ziegen versorgt Mariluz, außerdem ein paar Schweine, das Gemüsegärtchen. Die kommen nicht, die Ziegen. Sie haben Angst, wenn Fremde im Stall sind. Jeden Morgen melkt Mariluz die Ziegen und dann macht sie Käse daraus. Diese Arbeit überlässt Manolo lieber seiner Frau, denn um Ziegen draußen in den Bergen hat er sich lange genug als Hirte gekümmert. In den Bergen, oben auf den Gipfeln, kannst du aus 2-3 Litern ein Kilo Käse machen. Hier unten brauchst du 6-7 Liter. Oben brauchst du viel weniger. Denn dort ist die Milch reichhaltiger, fetter, schmackhafter. Doch die Zeiten haben sich geändert. Es gibt kaum noch Ziegenherden und Hirten auf La Palma. Mariluz macht trotzdem Käse. Nicht nach den offiziellen Hygienevorschriften. Das wäre schrecklich kompliziert, klagt sie. Aber es ist ja auch nur für den Eigenverbrauch. Deshalb presst sie mit festem Druck die Molke aus dem Käsebruch. Je mehr Flüssigkeit sie entfernt, desto fester wird später der Ziegenkäse. Dann kommt das Salz, nur ein bisschen, sonst wird es zu salzig. Nun muss der Käse noch ruhen und dann kann er geräuchert werden. Das passiert gleich draußen. Manolo hat ein Feuerchen gemacht, das ordentlich qualmt. Eine alte Papiertüte in Wasser getränkt, dient als Deckel. Das mache ich, weil es sehr heiß ist. Ich möchte nicht, dass die Flammen hochzüngeln. Jetzt warte ich einen Moment und dann drehe ich den Käse um. Drinnen im betagten Kühlschrank lagert ein Teil ihrer Käseschätze. Schau, das sind die Halbreifen. Der Käse ist noch nicht trocken und auch noch nicht hart. Der genauso. Die bilden jetzt die Rinde. Ich habe sie noch im Kühlschrank. Ich wasche sie, schmiere sie mit Olivenöl ein. Der Käse muss dann in der Luft weiterreifen. Das ist der harte. Schau, der liegt schon eine Weile und er schwitzt. Guck mal, das Fett, das da rauskommt. 2-3 Monate lasse ich ihn liegen. Ziegenkäse ist eine palmerische Spezialität. Als Frischkäse wird er gebraten und für 10 Euro kann man einen solchen Leib Rohmilchkäse im Geschäft kaufen.
So ist das Leben der armen Leute auf dem Land, von denen, die jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen müssen, um die Ziegen zu versorgen, das Essen zu machen, die Wäsche, das Haus. So geht es Tag für Tag, solange Gott will. Ihre Kinder machen diese Arbeit nicht mehr, zu mühsam. Sie sind Verkäuferinnen und Handwerker. Das Leben als Hirte ist sehr eingeschränkt. Meine Söhne sind jung, haben ihre Frauen, ihre Kinder. Sie möchten ausgehen, haben einen Beruf. Als Hirte gibt es keinen Feiertag, keinen Sonntag. Immer gehen die Tiere vor. Von draußen frotzelt Manolo, der zusieht, wie Mariluz all die Arbeit macht. Früher habe ich gearbeitet, jetzt macht sie das. Sonst reicht uns das Geld ja nicht. Wir verabschieden uns von Mariluz. Manolo werden wir später noch einmal treffen. La Palma, aus Feuer geboren wie alle atlantischen Inseln. Eine Kette von Vulkanen durchzieht die Südhälfte der Insel. Die Wolken werden von den langen Kiefernadeln angezapft. Sie melken sie, sagt man. So holen sie das Nass vom Himmel. Hundert Kilometer entfernt lugt die Nachbarinsel Teneriffa aus dem Wolkenmeer. Der wichtigste Wirtschaftszweig der Insel ist der Bananenanbau. Hier findet die Frucht ideale Bedingungen, viel Sonne, beständige Temperaturen, meist über 20 Grad. Zwischen 20 und 60 Kilo kann eine solche reife Staude wiegen. Welche Frucht wann geerntet wird, das bestimmt Manolo Hernandez. Ihm gehört diese Bananenplantage. Er schneidet die Frucht vom Strunk. Das ganze Jahr über ist hier Erntezeit. Dieses Jahr hat schlecht begonnen. Drei Stürme fegten im Frühjahr über die Insel. Sie zerstörten einen Teil der Ernte. Doch jetzt sehen die Früchte gut aus. Feldarbeiter zu finden ist leicht. Die Arbeitslosigkeit ist mit fast 30% auf den Kanaren noch höher als im Rest Spaniens. Ich habe vorher auf dem Bau gearbeitet, aber mit der Krise ist alles schwierig geworden. Hier auf der Plantage gibt es immer Arbeit. Es gibt immer was zu tun. Majestätisch ist sie, die rot-violett schimmernde Blüte der Banane. Die noch kleinen Früchte lugen unter den Blättern schon hervor. Man muss die Blüten oberhalb der Frucht abschneiden. Denn die Banane ist eine empfindliche Frucht. Schädlinge können sie angreifen. Ich mache das, weil sonst die Frucht beschädigt wird. Das vernarbt jetzt und die Banane wird immer voller. In Küstennähe, dort, wo es am wärmsten ist, werden die Bananen angebaut. Da Zollschranken fallen und Subventionen abgebaut werden, droht heute mehr denn je die Konkurrenz aus Lateinamerika. Wir haben hier ein subtropisches Klima. In Südamerika ist es tropisch. Hier ist es weniger heiß, deshalb brauchen unsere länger, um reif zu werden. Statt in 3 bis 4 Monaten reift die Banane auf den Kanaren nach der Blüte in 5 bis 6 Monaten. Solch ein Spross wird schon in einem Jahr Früchte bringen. Jetzt suchen wir die Schößlinge für das nächste Jahr aus. Wir schneiden die Blüten, dann stützen wir die Palme ab, denn wenn ein starker Wind kommt, würde sie sonst umfallen. Gewogen und verpackt werden die Bananen in der Genossenschaft von San Andrés y Sauces. Die Ernte läuft auf Hochtouren. 150 bis 300 Früchte hängen an einer solchen Staude. Sie sind meist kleiner als die der lateinamerikanischen Konkurrenz, dafür aromatischer, süßer.
Die noch grünen Bananen werden hier sortiert und zerteilt und dann in Kühlschiffen auf das Festland gebracht, wo sie nachreifen und gelb werden, bevor sie in den Handel kommen. Wir verpacken hier etwa 9 Millionen Kilo Bananen im Jahr, in einer anderen Fabrik auch. Insgesamt also 18 Millionen Kilo. Fast 80% des Inseleinkommens wird mit den Bananen erwirtschaftet. Die tropischen Früchte lösten den Tabak, den Wein und das Zuckerrohr ab, die einst in großen Mengen auf La Palma angebaut wurden. In drei Kategorien werden die Bananen von den Frauen sortiert. Heute kommen fast nur solche der besten Qualität rein. Die sind dick, groß und sauber. Doch insgesamt läuft es eher schlecht in der kanarischen Bananenbranche. Die Preise in diesem Jahr, Oktober, November und auch im Januar, Februar, März, da waren die Preise am Boden. Danach ging es besser und jetzt haben sie sich erholt. Aber von November bis März, April gab es sehr wenig Geld. Nur 22 Cent pro Kilo. Damit kann man keinen Gewinn machen. Die Zukunft der kanarischen Banane ist also mehr als ungewiss. Zumindest um eines müssen sie sich in Sauces wenig Gedanken machen, um Wasser. In Kanälen fließt das Quellwasser aus den Bergen direkt in die Plantagen. 1500 Meter oberhalb der Küste entspringen die Quellen von Marcos y Corderos. Die Aufgabe von Miguel González ist es, den Weg des Wassers freizuhalten. Ein schmaler Kanal wurde in den 20er Jahren von der Quelle bis hinab ins Tal gebaut. Seitdem erhält jeder Grundbesitzer von Sauces einen festgelegten Anteil Wasser. Um das sicherzustellen, machen Miguel und sein Kollege Carlos mindestens einmal die Woche einen Kontrollgang entlang des Kanals. Nur zwei Dörfer auf La Palma haben das Privileg auf eigenes kanalisiertes Quellwasser. Die Quelle unseres Reichtums ist das Wasser. Deshalb lieben wir unser Wasser sehr. Unsere Kultur ist davon geprägt. Wir hatten immer Monokulturen. Erst Tabak, dann Zuckerrohr, jetzt die Banane. Wir haben immer mit beiden Füßen im Wasser gelebt. Miguel und Carlos sammeln nicht nur Geröll aus dem Kanal, sondern auch den Müll ein, den Wanderer liegen lassen. Denn die Quellen von Marcos y Corderos sind auch beliebtes Ausflugsziel. Durch 13 Höhlen muss man sich gebückt hindurchtasten. In der letzten Höhle vor der Quelle tropft es von der Decke, trocken kommt hier niemand durch. Und für Miguel und Carlos bedeutet das, dass sie weder Trageesel noch schwere Maschinen für Reparaturen einsetzen können. Los mulos normalmente suelen ser animales de dos patas. Die Maulesel, das müssen wir Zweibeiner sein. Die Esel gehen nicht durch die Höhlen. Große Geräte oder Karren können wir auch nicht mitnehmen. Wir müssen alles mit der eigenen Kraft stemmen. Durch viele Tunnel kommt man, wie ihr gesehen habt, nur geduckt durch. Ein echtes Abenteuer auch für die Besucher, die am Kanal entlang wandern. La Palma ist die einzige Kanareninsel, die über oberflächiges Quellwasser verfügt. Auch deshalb ist sie die grünste der Inseln, beliebt bei Naturliebhabern. 2002 wurde La Palma von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt. Wer Natur mag, ist hier genau richtig. Es gibt fast 1000 Kilometer Wanderwege, die sich über die gesamte Insel erstrecken. Von der Küste bis in 2500 Meter Höhe. Vor allem im Südteil der Insel stößt man auf schwarze Vulkanfelsen, Aschefelder und erstarrte Lavaströme. Der letzte Vulkan brach vor inzwischen fast 40 Jahren hier ganz in der Nähe von Fuencaliente aus. Seitdem ist es ruhig auf der Insel. Oder besser, fast ruhig, denn immer wieder verwüsten Waldbrände Dörfer und Landschaften. Sie werden jedoch nicht von Vulkanen verursacht, sondern fast immer von unachtsamen Menschen oder Brandstiftern. Deshalb ist Andrés Rodríguez Cáceres hier im Einsatz. Er ist Feuerwehrmann und patrouilliert durch die Wälder von Fuencaliente.
2009 wütete eben hier tagelang ein verheerendes Feuer. 500 Feuerwehrleute versuchten, den Brand zu löschen. Häuser wurden bis auf die Grundmauern zerstört. Schau, mein Haus ist abgebrannt. Verdammt, was passiert hier, sagt er verzweifelt. Andere versuchen noch mit dem Gartenschlauch das Schlimmste zu verhindern. Wegen der Witterungsbedingungen damals hat sich das Feuer schnell ausgebreitet. Es ging ein starker, heißer Wind und alles war trocken. Es hatte länger nicht geregnet. Wahrscheinlich ist der Brand von einem Feuerwerkskörper ausgelöst worden. Kurze Zeit, nachdem das Feuer ausgebrochen war, haben sich die Flammen über den ganzen Südwesten der Insel ausgebreitet, bis in die Region von El Mazo und dann zu dem Dorf Fuencaliente. Als das Feuer dort angekommen war, drehte der Wind und der Brand begann von Fuencaliente in Richtung El Paso aufzusteigen. Hier, dieser Wald, war am meisten betroffen und wir sehen noch die Spuren, die der Brand hinterlassen hat. Spuren sieht man, aber man muss schon genau hinschauen. Dann entdeckt man die schwarze, verkohlte Rinde. Doch insgesamt hat sich der Wald erstaunlich schnell von dem Feuer erholt. Ángel Rodríguez Cáceres erklärt uns, dass das an der Kiefer liegt, die mit ihren ganz spezifischen Eigenarten nur auf den Kanarischen Inseln zu finden ist. Sie gehört zu den sogenannten Pyrophyten, das heißt übersetzt, dass diese Pflanzenarten das Feuer lieben. Praktisch bedeutet es, dass diese Art von Pflanze angepasst ist. Die Kiefer hat im Laufe ihrer Evolution so viele Brände auf der Insel erlebt, dass sie Techniken entwickelt hat, um zu überleben. Manche sagen, es liegt daran, dass es hier so viele Vulkane gibt. Immer wieder gab es Ausbrüche und infolgedessen Waldbrände. Deshalb hat die Kanarische Pinie eine gewisse Feuerresistenz entwickelt. Eine Eigenart sieht man hier an diesem Spross. Man kann sie überall sehen. Der Spross wächst sehr schnell aus einem verbrannten Stamm heraus, wird dicker und mit der Zeit zu einem richtigen neuen Ast. Innerhalb von nur 3 Monaten sprießen neue Zweige. Um die Waldbrände zu bekämpfen, gibt es auf La Palma mehrere Feuerwehrbrigaden und diverse Helikopter, die von der Luft aus die Löscharbeiten unterstützen. Regelmäßig muss das geübt werden, denn im Ernstfall muss alles ganz schnell gehen. 1500 Liter Wasser passen in einen solchen Beutel. Jeder Pilot weiß, wo es Süßwasserbecken gibt, denn die muss er ansteuern, um Nachschub zum Löschen zu holen. Gelöscht wird immer mit Süßwasser, denn Meerwasser würde die Pflanzen zerstören. Anstrengend und gefährlich sind solche Einsätze. Ascheflug kann die Sicht behindern, Turbulenzen können auftreten, es ist heiß im Hubschrauber. Und dann gibt es noch eine Gefahr. Das Gefährlichste für uns, eigentlich für jeden Hubschrauberpiloten, sind immer die Hochspannungsleitungen, wenn wir tief fliegen müssen, weil man die leicht übersehen kann. Wir haben zwar Techniken, aber es kann immer passieren, dass man ein Kabel übersieht, wenn zum Beispiel der Mast von Bäumen oder von Gebüsch verdeckt ist. Denn wir suchen nicht nach den Leitungen, die sind fast unsichtbar, sondern immer nach den Hochspannungsmasten. Und wir vermeiden es, durch Schluchten oder durch Täler zu fliegen, weil man die Kabel dort so gut wie nicht entdecken kann. Beim großen Brand von 2009 waren Ángel Semchor und sein Team auch im Einsatz, tagelang. Mit insgesamt 9 Löschhubschraubern und mehreren Flugzeugen versuchten sie, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. 3.500 Hektar Wald wurden zerstört. Aus der Luft kann man erkennen, wie nah das Feuer an die Ortschaften heranrücken konnte. Im Einsatz damals auch viele Feuerwehrleute am Boden. Freiwillige Teams und Professionelle. Auch die Brigade von Rafael Garcia war dabei. Heute rücken sie nur zu Trainingszwecken aus mit Hacke und Schneidemessern. Eine Brandschneise sollen sie freilegen und das so schnell wie möglich. 16 Feuerwehrwagen gibt es auf der Insel und etwa 160 professionelle Brandbekämpfer. Die müssen immer im Training bleiben.
Jeder weiß, was er nun zu tun hat. Eine Schneise dient dazu, dem Feuer den Weg abzuschneiden. Alles, was brennbar ist, muss abgehackt und beiseite geräumt werden. Eine schweißtreibende Arbeit. Die ersten haben Werkzeuge zum Schneiden, die nächsten dann hacken. Wenn der letzte Kollege durch ist, haben wir eine Schneise gelegt, die so sauber ist, dass sie vom Feuer nicht überquert werden kann. Solche Verteidigungslinien machen wir entweder, um einem Brand, der nicht allzu groß ist, die Nahrung zu nehmen, oder um ein Gegenfeuer zu legen. Oder wir zeigen den Hubschraubern damit an, an welcher Linie sie uns aus der Luft unterstützen sollen. Das Gefährlichste bei einem Feuer ist immer der Wind, denn er treibt die Flammen voran. Vor ihm fürchten sich die Feuerwehrleute, denn er kann plötzlich die Richtung wechseln. Wenn die Flammen einen einschließen, kann das tödlich sein. Wenn jemand von den Flammen eingeschlossen wird, haben wir ein genaues Sicherheitsprotokoll, nach dem wir vorgehen. Wir sind über Funk miteinander verbunden und wir haben auch Kontakt zu den Hubschraubern. Die informieren uns aus der Luft über das Feuer und wir halten uns immer einen Fluchtweg offen, der uns zu einem sicheren Ort führt, an dem uns, egal was passiert, die Flammen nicht einschließen können. Schweigend arbeitet das Team, es dauert keine Stunde, dann ist die Schneise fertig. Es ist ziemlich anstrengend, wir müssen hart dafür trainieren. Es gibt Konditionstrainer für die Feuerwehr und ein ganzes Team von spezialisierten Ärzten in Spanien. Sie haben viele Studien darüber gemacht. In einer Studie haben sie herausgefunden, dass während der Löscharbeiten eines mittelgroßen Brandes ein Feuerwehrmann in etwa so viel Kraft aufwenden muss, wie ein Hochleistungssportler bei der Bergetappe eines Radrennens. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Solch kleine Schneisen werden im Bedarfsfall schnell freigelegt. Und dann gibt es noch die drei großen, breiten Brandschneisen, die die Insel zerteilen. Sie werden immer von Pflanzen freigehalten. An ihnen ziehen sich Wasserleitungen entlang, die im Brandfall von den Feuerwehrleuten angezapft werden können. Spätestens an diesen Schneisen muss es den Brandbekämpfern gelingen, das Feuer aufzuhalten. Grundsätzlich benutzen wir die Schläuche, solange sich das Feuer am Boden und nicht in den Wipfeln ausbreitet. So sparen wir Wasser. Wenn wir die Wasserkanone einsetzen, dann verbrauchen wir verdammt viel Wasser. Deshalb versuchen wir so lange wie möglich, die Schläuche zu verwenden. Wenn das Feuer aber nach oben steigt, dann müssen wir die Wasserkanone einsetzen. Wir zeigen euch das mal. Mit großem Druck spritzt das Wasser heraus. Immer weniger Flächen werden in den unwegsameren Gebieten auf La Palma landwirtschaftlich genutzt. Ungestört kann deshalb das Unterholz wachsen, totes Holz wird nicht weggeräumt. All das bietet Nahrung für gierige Flammen. Deshalb wird der nächste Brand bestimmt kommen. Dafür wappnen sich die Feuerwehrleute auf La Palma. Hier oben jedoch ist die Waldbrandgefahr gering. Denn auf 2200 Meter Höhe am Gipfel des Roque de los Muchachos wachsen keine Bäume mehr. Dafür ragen silbrige Gebäude wie Pilze empor. Es sind gigantische Teleskope, mit ihnen wird der Weltraum erforscht. Hier oben stehen die größten Teleskope der nördlichen Hemisphäre, denn die Bedingungen dafür sind auf La Palma optimal. Die Luft ist sauber, meist ist der Himmel wolkenlos und auf La Palma ist es wegen der Insellage nachts dunkler als anderswo in der Welt. Hier oben arbeitet der Niederländer René Rutten. Er ist der leitende Astrophysiker des neuen großen Teleskops der Kanaren, des Gran Tecan. 2009 wurde es in Betrieb genommen. Unter der mächtigen Silberkuppel verbirgt es sich tagsüber. Es steht auf einer beweglichen Scheibe. So kann der Parabolspiegel in jede Richtung des Himmels bewegt werden. 10,4 Meter Durchmesser hat das Teleskop. René Rutten und sein Team fangen damit Licht von Galaxien und Sternen ein, die sich vor Milliarden Jahren im Ursprung des Universums gebildet haben.
Wenn wir verstehen wollen, woher die Erde kommt, warum die Erde sich um die Sonne dreht, dann müssen wir in andere Planetensysteme, in andere Galaxien schauen. Wir müssen möglichst viele verschiedene Planeten erforschen, herausfinden, woher sie kommen, wie sie in völlig unterschiedlichen Umgebungen existieren. Wir beobachten auch viele verschiedene Sternentypen. Daraus können wir Rückschlüsse ziehen, wie unsere Erde sich gebildet hat und warum sie vor vielen Milliarden Jahren entstanden ist. Beeindruckende Bilder fängt das Gran Tecan ein. Zum Beispiel diese sogenannte Strudelgalaxie, 30 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Die Schaltzentrale des optischen Teleskops ist ein relativ schlichtes Büro. Alles läuft computergesteuert. Wissenschaftler aus der ganzen Welt fragen hier an, damit sie für ihre Forschung Bilder aus dem Weltall erhalten. Hier sehen wir eine Ansammlung von Galaxien. Die kleinen Punkte, die man hier sieht, sind Sterne, die sehr nah sind. Sie liegen in unserer Galaxie. Aber hier, diese verschwommenen Punkte, jeder dieser kleinen Punkte ist eine Spiralgalaxie oder eine elliptische Galaxie. Manche sind unserer Galaxie sehr ähnlich. Jede besteht aus Milliarden von Sternen. Jeder kleine Punkt, den wir mit dem großen Teleskop sehen können, ist für sich genommen jedes Mal eine ganz eigene Welt. Das Teleskop ist aus 36 sechseckigen Spiegelelementen zusammengesetzt. Jedes Segment ist eine halbe Million Euro wert. Sie sind das Herzstück des Teleskops. Immer wieder werden Stücke zum Reinigen ausgetauscht. René Rutten kontrolliert sie, denn jede Unebenheit oder Verschmutzung würde die Bilder verzerren. Wenn wir die Spiegel reinigen, dann nehmen wir eine ganz feine Aluminiumschicht von 10 Nanometern ab. Nur ein paar Aluminiummoleküle sind das. Dann beschichten wir den Spiegel in einem Aluminiumbad und somit haben wir einen perfekten neuen Spiegel. Während das Gran Tecan nach sichtbarer Materie sucht, sind diese Magic-Teleskope auf der Suche nach nicht sichtbarer Materie. Der Astronom Markus Gauck beobachtet Gammastrahlen. Das sind die gewaltigsten Energieblitze, die wir kennen, die das menschliche Auge jedoch gar nicht wahrnehmen kann. Deshalb werden diese riesigen Spiegelteleskope in der Nacht zum Himmel ausgerichtet. Eine Kamera, die an einem langen Bügel in die Brennpunkte des Spiegels blickt, zeichnet die Strahlen auf. Wenn Materie in ein schwarzes Loch fällt, und das trifft eben sehr relativ häufig vor, manchmal fällt ein ganzer Stern in ein schwarzes Loch, ja, dann wird in dem Prozess des Einfallens sehr viel Energie freigesetzt. Und ein Teil dieser Energie wird in hochenergetische Gammastrahlen umgewandelt und in den Weltraum gesandt. Bläulich erscheinen die Lichtblitze, die nur wenige Milliardstel Sekunden aufleuchten. Mit der Erforschung dieses Phänomens versuchen die Wissenschaftler, ganz neue Erkenntnisse in der Physik zu gewinnen. Mit den Teleskopen Magic 1 und Magic 2 und dem Gran Tecan auf dem Roque de los Muchachos blicken die Forscher so tief ins Weltall wie nie zuvor. Kanonendonner empfängt die Jungfrau de las Nieves in Santa Cruz de la Palma. Es ist der zweite Tag der Prozession. Die Jungfrau macht Halt vor der Santa Maria, der nachgebauten Karavelle von Kolumbus. Das Schiff dient in normalen Zeiten als Museum und nun ist es Teil der Inszenierung. Francisco José Hernández und sein Vater präparieren eine neue Kanonenladung zu Ehren der Jungfrau. Die beiden sind seit Jahrzehnten dabei. Sie sind die Kanoniere der Jungfrau. Sie feuern den Ehrensalut und erhoffen sich himmlischen Beistand. Unsere Jungfrau de las Nieves ist herabgestiegen. Die Sage ist, dass sie immer kommt, wenn es Santa Cruz nicht gut geht. Im Moment haben wir eine schlimme Wirtschaftskrise. Wir hoffen nun, dass die Jungfrau uns hilft, aus dieser Krise herauszukommen. Die Hoffnung vieler ruht auf ihr. Dicht gedrängt stehen die Menschen und Julian waltet wieder seines Amtes. Der Abstieg ist geschafft. Nun geht es nur noch die ebene Hauptstraße von Santa Cruz entlang. Die Damen der Stadt haben sich in Festtagsgewänder gekleidet. Sie haben den besten Ausblick auf das Ziel, die Kirche El Salvador. Eine letzte Anstrengung, die Treppenstufen. Es wackelt bedenklich, doch Julian hat seine Männer gut instruiert. Als Lohn singt der Engelschor.
Honoratioren und Jungfrau ziehen in die Kirche ein. Dann ist es geschafft, die Jungfrau ist herabgestiegen. Jonathan ist erledigt und Vater Julian sehr zufrieden. Ich hoffe, dass ich in 5 Jahren noch lebe, um wieder Kammerdiener der Jungfrau zu sein. Wenn nicht, dann ist mein Sohn dran. 2 Wochen wird die Jungfrau hier bleiben, dann geht es zurück in die Heimatkirche. Bis fast 2500 Meter hinauf steigen die Gipfel auf La Palma. Die höchsten bilden die Kraterwand der Caldera de Taburiente. Mächtige Kiefern wachsen in der Senke, steil ragen die Felswände hinauf. Der riesige Kessel hat einen Umfang von 28 Kilometern. Es ist das Herz von La Palma, ein herrliches Wandergebiet. Hier treffen wir Manolo wieder. Es ist sein Revier, in das es ihn immer wieder zieht. Schon als kleiner Junge streifte er mit seinen Ziegen durch die Berge. Doch bereits 1954 wurde das Gebiet zum Naturpark erklärt. Ab da wurde es für Manolo und seine Ziegen immer schwieriger. Ziegen gibt es hier keine mehr. Früher schon. Wir sind von einer Futterstelle zur anderen gezogen. Immer auf der Flucht vor den Aufsehern. Aber heute geht es nicht mehr. Überall, wo du hingehst, werden sie dich erwischen. Also wurde Manolo Parkwächter, passte selber auf, dass keiner den Naturpark mit illegalem Vieh als Wilderer oder unachtsamer Wanderer zerstörte. Er rettete verirrte Abenteurer aus den Felswänden der Schlucht der Todesängste. Heute kommt er nur noch, um zu wandern und zu genießen. Aufpassen sollen andere. Manolo ist jetzt 67, marschiert und springt jedoch geübter und lockerer als die meisten Wanderer. Kein Wunder, er ist ja auch hier zu Hause. Für mich bedeutet die Caldera sehr viel. Ich kann das gar nicht ermessen. Ich habe hier gelebt. Sie hat mein Wesen geprägt. Das Wenige, was ich habe, hat sie mir gegeben. Hier habe ich gearbeitet. Wenn jemand in der Caldera etwas zerstört, dann ist es, als würde er mir selber wehtun. Lieber noch mag ich, dass man mir wehtut, als der Caldera. Hier drin bin ich glücklich. Hier könnte ich sterben. La Palma, üppig, grün, steil und knorrig. La Isla Bonita wird sie genannt, die schöne Insel. Sie steckt voller Naturschönheiten, bodenständiger Menschen. Und sie hat sich den Charme, die Ruhe der Abgeschiedenheit erhalten. Und wir halten uns immer einen Fluchtweg offen, der uns zu einem sicheren Ort führt, an dem uns, egal was passiert, die Flammen nicht einschließen können. Schweigend arbeitet das Team, es dauert keine Stunde, dann ist die Schneise fertig. Es ist ziemlich anstrengend, wir müssen hart dafür trainieren. Es gibt Konditionstrainer für die Feuerwehr und ein ganzes Team von spezialisierten Ärzten in Spanien. Sie haben viele Studien darüber gemacht. In einer Studie haben sie herausgefunden, dass während der Löscharbeiten eines mittelgroßen Brandes ein Feuerwehrmann in etwa so viel Kraft aufwenden muss, wie ein Hochleistungssportler bei der Bergetappe eines Radrennens. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Solch kleine Schneisen werden im Bedarfsfall schnell freigelegt. Und dann gibt es noch die 3 großen, breiten Brandschneisen, die die Insel zerteilen. Sie werden immer von Pflanzen freigehalten. An ihnen ziehen sich Wasserleitungen entlang, die im Brandfall von den Feuerwehrleuten angezapft werden können. Spätestens an diesen Schneisen muss es den Brandbekämpfern gelingen, das Feuer aufzuhalten.
Grundsätzlich benutzen wir die Schläuche, solange sich das Feuer am Boden und nicht in den Wipfeln ausbreitet. So sparen wir Wasser. Wenn wir die Wasserkanone einsetzen, dann verbrauchen wir verdammt viel Wasser. Deshalb versuchen wir so lange wie möglich die Schläuche zu verwenden. Wenn das Feuer aber nach oben steigt, dann müssen wir die Wasserkanone einsetzen. Wir zeigen euch das mal. Mit großem Druck spritzt das Wasser heraus. Immer weniger Flächen werden in den unwegsameren Gebieten auf La Palma landwirtschaftlich genutzt. Ungestört kann deshalb das Unterholz wachsen, totes Holz wird nicht weggeräumt. All das bietet Nahrung für gierige Flammen. Deshalb wird der nächste Brand bestimmt kommen. Dafür wappnen sich die Feuerwehrleute auf La Palma. Hier oben jedoch ist die Waldbrandgefahr gering. Denn auf 2200 Meter Höhe am Gipfel des Roque de los Muchachos wachsen keine Bäume mehr. Dafür ragen silbrige Gebäude wie Pilze empor. Es sind gigantische Teleskope, mit ihnen wird der Weltraum erforscht. Hier oben stehen die größten Teleskope der nördlichen Hemisphäre, denn die Bedingungen dafür sind auf La Palma optimal. Die Luft ist sauber, meist ist der Himmel wolkenlos und auf La Palma ist es wegen der Insellage nachts dunkler als anderswo in der Welt. Hier oben arbeitet der Niederländer René Rutten. Er ist der leitende Astrophysiker des neuen großen Teleskops der Kanaren, des Gran Tecan. 2009 wurde es in Betrieb genommen. Unter der Meere wurden zerstört. Aus der Luft kann man erkennen, wie nah das Feuer an die Ortschaften heranrücken konnte. Im Einsatz damals auch viele Feuerwehrleute am Boden. Freiwillige Teams und Professionelle. Auch die Brigade von Rafael Garcia war dabei. Heute rücken sie nur zu Trainingszwecken aus mit Hacke und Schneidemessern. Eine Brandschneise sollen sie freilegen und das so schnell wie möglich. 16 Feuerwehrwagen gibt es auf der Insel und etwa 160 professionelle Brandbekämpfer. Die müssen immer im Training bleiben. Jeder weiß, was er nun zu tun hat. Eine Schneise dient dazu, dem Feuer den Weg abzuschneiden. Alles, was brennbar ist, muss abgehackt und beiseite geräumt werden. Eine schweißtreibende Arbeit. Die ersten haben Werkzeuge zum Schneiden, die nächsten dann hacken. Wenn der letzte Kollege durch ist, haben wir eine Schneise gelegt, die so sauber ist, dass sie vom Feuer nicht überquert werden kann. Solche Verteidigungslinien machen wir entweder, um einem Brand, der nicht allzu groß ist, die Nahrung zu nehmen, oder um ein Gegenfeuer zu legen. Oder wir zeigen den Hubschraubern damit an, an welcher Linie sie uns aus der Luft unterstützen sollen. Das Gefährlichste bei einem Feuer ist immer der Wind, denn er treibt die Flammen voran. Vor ihm fürchten sich die Feuerwehrleute, denn er kann plötzlich die Richtung wechseln. Wenn die Flammen einen einschließen, kann das tödlich sein. Wenn jemand von den Flammen eingeschlossen wird, haben wir ein genaues Sicherheitsprotokoll, nach dem wir vorgehen. Wir sind über Funk miteinander verbunden und wir haben auch Kontakt zu den Hubschraubern. Die informieren uns aus der Luft über das Feuer und wir halten uns immer einen Fluchtweg offen, der uns zu einem sicheren Ort führt, an dem uns, egal was passiert, die Flammen nicht einschließen können. Schweigend arbeitet das Team, es dauert keine Stunde, dann ist die Schneise fertig. Es ist ziemlich anstrengend, wir müssen hart dafür trainieren. Es gibt Konditionstrainer für die Feuerwehr und ein ganzes Team von spezialisierten Ärzten in Spanien. Sie haben viele Studien darüber gemacht. In einer Studie haben sie herausgefunden, dass während der Löscharbeiten eines mittelgroßen Brandes ein Feuerwehrmann in etwa so viel Kraft aufwenden muss, wie ein Hochleistungssportler bei der Bergetappe eines Radrennens. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Jeder weiß, was er nun zu tun hat. Eine Schneise dient dazu, dem Feuer den Weg abzuschneiden. Y continuar en el sitio. Venga, dejar limpia la línea.
Alles, was brennbar ist, muss abgehackt und beiseite geräumt werden. Eine schweißtreibende Arbeit. Die ersten haben Werkzeuge zum Schneiden, die nächsten dann hacken. Wenn der letzte Kollege durch ist, haben wir eine Schneise gelegt, die so sauber ist, dass sie vom Feuer nicht überquert werden kann. Solche Verteidigungslinien machen wir entweder, um einem Brand, der nicht allzu groß ist, die Nahrung zu nehmen, oder um ein Gegenfeuer zu legen. Oder wir zeigen den Hubschraubern damit an, an welcher Linie sie uns aus der Luft unterstützen sollen. Das Gefährlichste bei einem Feuer ist immer der Wind, denn er treibt die Flammen voran. Vor ihm fürchten sich die Feuerwehrleute, denn er kann plötzlich die Richtung wechseln. Wenn die Flammen einen einschließen, kann das tödlich sein. Wenn jemand von den Flammen eingeschlossen wird, haben wir ein genaues Sicherheitsprotokoll, nach dem wir vorgehen. Wir sind über Funk miteinander verbunden und wir haben auch Kontakt zu den Hubschraubern. Die informieren uns aus der Luft über das Feuer und wir halten uns immer einen Fluchtweg offen, der uns zu einem sicheren Ort führt, an dem uns, egal was passiert, die Flammen nicht einschließen können. Schweigend arbeitet das Team, es dauert keine Stunde, dann ist die Schneise fertig. Es ist ziemlich anstrengend, wir müssen hart dafür trainieren. Es gibt Konditionstrainer für die Feuerwehr und ein ganzes Team von spezialisierten Ärzten in Spanien. Sie haben viele Studien darüber gemacht. In einer Studie haben sie herausgefunden, dass während der Löscharbeiten eines mittelgroßen Brandes ein Feuerwehrmann in etwa so viel Kraft aufwenden muss, wie ein Hochleistungssportler bei der Bergetappe eines Radrennens. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Solch kleine Schneisen werden im Bedarfsfall schnell freigelegt. Und dann gibt es noch die drei großen, breiten Brandschneisen, die die Insel zerteilen. Sie werden immer von Pflanzen freigehalten. An ihnen ziehen sich Wasserleitungen entlang, die im Brandfall von den Feuerwehrleuten angezapft werden können. Spätestens an diesen Schneisen muss es den Brandbekämpfern gelingen, das Feuer aufzuhalten. Grundsätzlich benutzen wir die Schläuche, solange sich das Feuer am Boden und nicht in den Wipfeln ausbreitet. So sparen wir Wasser. Wenn wir die Wasserkanone einsetzen, dann verbrauchen wir... La Palma, aus Feuer geboren wie alle atlantischen Inseln. Eine Kette von Vulkanen durchzieht die Südhälfte der Insel. Die Wolken werden von den langen Kiefernadeln angezapft. Sie melken sie, sagt man. So holen sie das Nass vom Himmel. Kilometer entfernt lugt die Nachbarinsel Teneriffa aus dem Wolkenmeer. Der wichtigste Wirtschaftszweig der Insel ist der Bananenanbau. Hier findet die Frucht ideale Bedingungen, viel Sonne, beständige Temperaturen, meist über 20 Grad. Zwischen 20 und 60 Kilo kann eine solche reife Staude wiegen. Welche Frucht wann geerntet wird, das bestimmt Manolo Hernandez. Ihm gehört diese Bananenplantage. Er schneidet die Frucht vom Strunk. Das ganze Jahr über ist hier Erntezeit. Dieses Jahr hat schlecht begonnen. Drei Stürme fegten im Frühjahr über die Insel. Sie zerstörten einen Teil der Ernte. Doch jetzt sehen die Früchte gut aus. Feldarbeiter zu finden ist leicht. Die Arbeitslosigkeit ist mit fast 30% auf den Kanaren noch höher als im Rest Spaniens. Ich habe vorher auf dem Bau gearbeitet, aber mit der Krise ist alles schwierig geworden. Hier auf der Plantage gibt es immer Arbeit. Es gibt immer was zu tun. Majestätisch ist sie, die rot-violett schimmernde Blüte der Banane. Die noch kleinen Früchte lugen unter den Blättern schon hervor. Man muss die Blüten oberhalb der Frucht abschneiden. Denn die Banane ist eine empfindliche Frucht. Schädlinge können sie angreifen.
Ich mache das, weil sonst die Frucht beschädigt wird. Das vernarbt jetzt und die Banane wird immer voller. In Küstennähe, dort, wo es am wärmsten ist, werden die Bananen angebaut. Da Zollschranken fallen und Subventionen abgebaut werden, droht heute mehr denn je die Konkurrenz aus Lateinamerika. Wir haben hier ein subtropisches Klima. In Südamerika ist es tropisch. Hier ist es weniger heiß, deshalb brauchen unsere länger, um reif zu werden. Statt in 3 bis 4 Monaten reift die Banane. Immer gehen die Tiere vor. Von draußen frotzelt Manolo, der zusieht, wie Mariluz all die Arbeit macht. Früher habe ich gearbeitet, jetzt macht sie das. Sonst reicht uns das Geld ja nicht. Wir verabschieden uns von Mariluz. Manolo werden wir später noch einmal treffen. La Palma, aus Feuer geboren wie alle atlantischen Inseln. Eine Kette von Vulkanen durchzieht die Südhälfte der Insel. Die Wolken werden von den langen Kiefernadeln angezapft. Sie melken sie, sagt man. So holen sie das Nass vom Himmel. Kilometer entfernt lugt die Nachbarinsel Teneriffa aus dem Wolkenmeer. Der wichtigste Wirtschaftszweig der Insel ist der Bananenanbau. Hier findet die Frucht ideale Bedingungen, viel Sonne, beständige Temperaturen, meist über 20 Grad. Zwischen 20 und 60 Kilo kann eine solche reife Staude wiegen. Welche Frucht wann geerntet wird, das bestimmt Manolo Hernandez. Ihm gehört diese Bananenplantage. Er schneidet die Frucht vom Strunk. Das ganze Jahr über ist hier Erntezeit. Dieses Jahr hat schlecht begonnen. 3 Stürme fegten im Frühjahr über die Insel. Sie zerstörten einen Teil der Ernte. Doch jetzt sehen die Früchte gut aus. Feldarbeiter zu finden ist leicht. Die Arbeitslosigkeit ist mit fast 30% auf den Kanaren noch höher als im Rest Spaniens. Ich habe vorher auf dem Bau gearbeitet, aber mit der Krise ist alles schwierig geworden. Hier auf der Plantage gibt es immer Arbeit. Es gibt immer was zu tun. Majestätisch ist sie, die rot-violett schimmernde Blüte der Banane. Die noch kleinen Früchte lugen unter den Blättern schon hervor. Man muss die Blüten oberhalb der Frucht abschneiden. Denn die Banane ist eine empfindliche Frucht. Schädlinge können sie angreifen. Ich mache das, weil sonst die Frucht beschädigt wird. Das vernarbt jetzt und die Banane wird immer voller. Der kleine Punkt, den wir mit dem großen Teleskop sehen können, ist für sich genommen jedes Mal eine ganz eigene Welt. Das Teleskop ist aus 36 sechseckigen Spiegelelementen zusammengesetzt. Jedes Segment ist 500.000 Euro wert. Sie sind das Herzstück des Teleskops. Immer wieder werden Stücke zum Reinigen ausgetauscht. René Rutten kontrolliert sie, denn jede Unebenheit oder Verschmutzung würde die Bilder verzerren. Wenn wir die Spiegel reinigen, dann nehmen wir eine ganz feine Aluminiumschicht von 10 Nanometern ab. Nur ein paar Aluminiummoleküle sind das. Dann beschichten wir den Spiegel in einem Aluminiumbad und somit haben wir einen perfekten neuen Spiegel. Während das Gran Tecan nach sichtbarer Materie sucht, sind diese Magic-Teleskope auf der Suche nach nicht sichtbarer Materie. Der Astronom Markus Gauck beobachtet Gammastrahlen. Das sind die gewaltigsten Energieblitze, die wir kennen, die das menschliche Auge jedoch gar nicht wahrnehmen kann. Deshalb werden diese riesigen Spiegelteleskope in der Nacht zum Himmel ausgerichtet. Eine Kamera, die an einem langen Bügel in die Brennpunkte des Spiegels blickt, zeichnet die Strahlen auf. Wenn Materie in ein schwarzes Loch fällt
Und das trifft eben sehr relativ häufig vor. Manchmal fällt ein ganzer Stern in ein schwarzes Loch. Ja. Dann wird in dem Prozess des Einfallens sehr viel Energie freigesetzt. Und ein Teil dieser Energie wird in hochenergetische Gammastrahlen umgewandelt und in den Weltraum gesandt. Bläulich erscheinen die Lichtblitze, die nur wenige Milliardstel Sekunden aufleuchten. Mit der Erforschung dieses Phänomens versuchen die Wissenschaftler, ganz neue Erkenntnisse in der Physik zu gewinnen. Mit den Teleskopen MAGIC 1 und MAGIC 2 und dem Gran Tecan auf dem Roque de los Muchachos blicken die Forscher so tief ins Weltall wie nie zuvor. Kanonendonner empfängt die Jungfrau de las Nieves in Santa Cruz de la Palma. Es ist der zweite Tag der Prozession. Die Jungfrau macht Halt vor der Santa Maria, der nachgebauten Karavelle von Kolumbus. Das Schiff dient in normalen Zeiten als Museum und nun ist es Teil der Inszenierung. Francisco José Hernández und sein Vater präparieren eine neue Kanonenladung zu Ehren der Jungfrau. Die beiden sind seit Jahrzehnten dabei. Sie sind die Kanoniere der Jungfrau. Sie feuern den Ehrensalut und erhoffen sich himmlischen Beistand. Unsere Jungfrau de las Nieves ist herabgestiegen. Die Sage ist, dass sie immer kommt, wenn es Santa Cruz nicht gut geht. Im Moment haben wir eine schlimme Wirtschaftskrise. Wir hoffen nun, dass die Jungfrau uns hilft, aus dieser Krise herauszukommen. Deshalb werden diese riesigen Spiegelteleskope in der Nacht zum Himmel ausgerichtet. Eine Kamera, die an einem langen Bügel in die Brennpunkte des Spiegels blickt, zeichnet die Strahlen auf. Wenn Materie in ein schwarzes Loch fällt, und das trifft eben sehr relativ häufig vor, manchmal fällt ein ganzer Stern in ein schwarzes Loch, ja, dann wird in dem Prozess des Einfallens sehr viel Energie freigesetzt. Und ein Teil dieser Energie wird in hochenergetische Gammastrahlen umgewandelt und in den Weltraum gesandt. Bläulich erscheinen die Lichtblitze, die nur wenige Milliardstel Sekunden aufleuchten. Mit der Erforschung dieses Phänomens versuchen die Wissenschaftler, ganz neue Erkenntnisse in der Physik zu gewinnen. Mit den Teleskopen MAGIC 1 und MAGIC 2 und dem Gran Tecan auf dem Roque de los Muchachos blicken die Forscher so tief ins Weltall wie nie zuvor. Kanonendonner empfängt die Jungfrau de las Nieves in Santa Cruz de la Palma. Es ist der zweite Tag der Prozession. Die Jungfrau macht Halt vor der Santa Maria, der nachgebauten Karavelle von Kolumbus. Das Schiff dient in normalen Zeiten als Museum und nun ist es Teil der Inszenierung. Francisco José Hernández und sein Vater präparieren eine neue Kanonenladung zu Ehren der Jungfrau. Die beiden sind seit Jahrzehnten dabei. Sie sind die Kanoniere der Jungfrau. Sie feuern den Ehrensalut und erhoffen sich himmlischen Beistand. Unsere Jungfrau de las Nieves ist herabgestiegen. Die Sage ist, dass sie immer kommt, wenn es Santa Cruz nicht gut geht. Im Moment haben wir eine schlimme Wirtschaftskrise. Wir hoffen nun, dass die Jungfrau uns hilft, aus dieser Krise herauszukommen. Die Hoffnung vieler ruht auf ihr. Dicht gedrängt stehen die Menschen und Julian waltet wieder seines Amtes. Der Abstieg ist geschafft. Nun geht es nur noch die ebene Hauptstraße von Santa Cruz entlang. Die Damen der Stadt haben sich in Festtagsgewänder gekleidet. Sie haben den besten Ausblick auf das Ziel, die Kirche El Salvador. Eine letzte Anstrengung, die Treppenstufen. Es wackelt bedenklich, doch Julian hat seine Männer gut instruiert. Als Lohn singt der Engelschor. Honoratioren und Jungfrau ziehen in die Kirche ein. Dann ist es. Während das Gran Tecan nach sichtbarer Materie sucht, sind diese Magic-Teleskope auf der Suche nach nicht sichtbarer Materie. Der Astronom Markus Gauck beobachtet Gammastrahlen. Das sind die gewaltigsten Energieblitze, die wir kennen, die das menschliche Auge jedoch gar nicht wahrnehmen kann.
Deshalb werden diese riesigen Spiegelteleskope in der Nacht zum Himmel ausgerichtet. Eine Kamera, die an einem langen Bügel in die Brennpunkte des Spiegels blickt, zeichnet die Strahlen auf. Wenn Materie in ein schwarzes Loch fällt, und das trifft eben sehr relativ häufig vor, manchmal fällt ein ganzer Stern in ein schwarzes Loch, ja, dann wird in dem Prozess des Einfallens sehr viel Energie freigesetzt. Und ein Teil dieser Energie wird in hochenergetische Gammastrahlen umgewandelt und in den Weltraum gesandt. Bläulich erscheinen die Lichtblitze, die nur wenige Milliardstel Sekunden aufleuchten. Mit der Erforschung dieses Phänomens versuchen die Wissenschaftler, ganz neue Erkenntnisse in der Physik zu gewinnen. Mit den Teleskopen MAGIC 1 und MAGIC 2 und dem Gran Tecan auf dem Roque de los Muchachos blicken die Forscher so tief ins Weltall wie nie zuvor. Kanonendonner empfängt die Jungfrau de las Nieves in Santa Cruz de la Palma. Es ist der zweite Tag der Prozession. Die Jungfrau macht Halt vor der Santa Maria, der nachgebauten Karavelle von Kolumbus. Das Schiff dient in normalen Zeiten als Museum und nun ist es Teil der Inszenierung. Francisco José Hernández und sein Vater präparieren eine neue Kanonenladung zu Ehren der Jungfrau. Die beiden sind seit Jahrzehnten dabei. Sie sind die Kanoniere der Jungfrau. Sie feuern den Ehrensalut und erhoffen sich himmlischen Beistand. Unsere Jungfrau de las Nieves ist herabgestiegen. Die Sage ist, dass sie immer kommt, wenn es Santa Cruz nicht gut geht. Im Moment haben wir eine schlimme Wirtschaftskrise. Wir hoffen nun, dass die Jungfrau uns hilft, aus dieser Krise herauszukommen. Die Hoffnung vieler ruht auf ihr. Dicht gedrängt stehen die Menschen und Julian waltet wieder seines Amtes. Der Abstieg ist geschafft. Nun geht es nur noch die ebene Hauptstraße von Santa Cruz entlang. Die Damen der Stadt haben sich in Festtagsgewänder gekleidet. Sie haben den besten Ausblick auf das Ziel, die Kirche El Salvador. Eine letzte Anstrengung, die Treppenstufen. Es wackelt bedenklich, doch Julian hat seine Männer gut instruiert. Als Lohn singt der Engelschor. Früher ist Manolo jeden Tag hier gewesen. Erst als Hirte, dann wurde das Gebiet zum Naturpark erklärt. Seine Ziegen durften nicht mehr grasen und er wurde Ranger. Manolo kennt sich hier aus wie kein anderer und so springt er die Vuelta del Pastor, auch mit seinen 67 Jahren noch, den Abgrund immer im Blick. Ich habe mich noch nie dabei verletzt. Aber ich habe da drüben erlebt, wie bei einem wirklich guten Freund von mir die Lanze entzwei brach. Er ist nicht gestorben, weil ich ihn gerade noch festhalten konnte. Wir waren dicht beieinander. Er rutschte ab. Ich erinnere mich noch, wie er Mama rief. Ich packte ihn am Hemd und hielt ihn fest. Die Lanze lag in Stücken da, die haben wir dort liegen lassen. Ja, dem habe ich das Leben gerettet. La Palma, fünftgrößte der sieben kanarischen Inseln. Die üppige Vegetation verdankt sie den Wolken, die von den Passatwinden über die Insel getrieben werden und sich abregnen. Massentourismus gibt es hier nicht, keine großen Hotelkomplexe, Einkaufszentren, Diskotheken. Dafür großartige Landschaften, Natur. Ab 90.000 Menschen leben auf der 700 Quadratkilometer großen Insel. Santa Cruz de la Palma ist die Hauptstadt. Alle fünf Jahre jedoch platzt die Insel aus allen Nähten. Dann wird das größte Fest der Insel gefeiert, die Bajada de la Virgen. Und alle blicken auf die kleine Inselkapelle, die Nuestra Señora de las Nieves.
Die Kirche liegt ein wenig oberhalb von Santa Cruz de la Palma und sie beherbergt die Schutzpatronin der Insel, die Jungfrau de las Nieves. Die Gläubigen kommen, um die zum Fest geschmückte Heiligenfigur zu sehen. Sie bitten um Segen und Hilfe. Seit dem 17. Jahrhundert wird die Bajada de la Virgen gefeiert, eine Prozession zu Ehren der Jungfrau. Für Julian Cabrera gibt es in diesen Tagen nichts Wichtigeres. Er ist der Chef der Bruderschaft, die die Jungfrau zu Tale trägt. Er ist der Kammerdiener, der Camarero de la Virgen. Das heißt, er schmückt sie vor der Prozession, bewacht sie und er bestimmt, sich halt sie entfernt, desto fester wird später der Ziegenkäse. La sal. Dann kommt das Salz, nur ein bisschen, sonst wird es zu salzig. Nun muss der noch ruhen und dann kann er geräuchert werden. Das passiert gleich draußen. Manolo hat ein Feuerchen gemacht, das ordentlich qualmt. Eine alte Papiertüte in Wasser getränkt, dient als Deckel. Das mache ich, weil es sehr heiß ist. Ich möchte nicht, dass die Flammen hochzüngeln. Jetzt warte ich einen Moment und dann drehe ich den Käse um. Drinnen im betagten Kühlschrank lagert ein Teil ihrer Käseschätze. Schau, das sind die Halbreifen. Der Käse ist noch nicht trocken und auch noch nicht hart. Der genauso. Die bilden jetzt die Rinde. Ich habe sie noch im Kühlschrank. Ich wasche sie, schmiere sie mit Olivenöl ein. Der Käse muss dann in der Luft weiterreifen. Das ist der harte. Schau, der liegt schon eine Weile und er schwitzt. Guck mal, das Fett, das da rauskommt. 2-3 Monate lasse ich ihn liegen. Ziegenkäse ist eine palmerische Spezialität. Als Frischkäse wird er gebraten und für 10 Euro kann man einen solchen Laib Rohmilchkäse im Geschäft kaufen. So ist das Leben der armen Leute auf dem Land, von denen, die jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen müssen, um die Ziegen zu versorgen, das Essen zu machen, die Wäsche, das Haus. So geht es Tag für Tag, solange Gott will. Ihre Kinder machen diese Arbeit nicht mehr, zu mühsam. Sie sind Verkäuferinnen und Handwerker. Das Leben als Hirte ist sehr eingeschränkt. Meine Söhne sind jung, haben ihre Frauen, ihre Kinder. Sie möchten ausgehen, haben einen Beruf. Als Hirte gibt es keinen Feiertag, keinen Sonntag. Immer gehen die Tiere vor. Von draußen frotzelt Manolo, der zusieht, wie Mariluz all die Arbeit macht. Früher habe ich gearbeitet, jetzt macht sie das. Sonst reicht uns das Geld ja nicht. Wir verabschieden uns von Mariluz. Manolo werden wir später noch einmal treffen.